So, das sind wir wieder. Was will der? So, na, was ist los mit dir? Warte mal. Chere Freundin. Grüß Sie. Ich soll dich mit meinem Vertrauten sprechen, Perikles. Es sah aber gar nicht so aus, als wärt ihr beiden sonderlich vertraut. Das ist nur Politik. Perikles ist ein guter Mann, ein feiner Mann. Nur nicht der richtige Mann. Da habe ich was anderes gehört. Aus wessen Mund? Seinem? Ich habe euch beide reden hören. Du riskierst Menschenleben, als wäre das alles ein Spiel. Politik ist ein Spiel. Und zwar mit hohen Einsätzen. Ich spiele für das Volk, während Perikles um die Macht spielt. Wir alle spielen um Macht. Es geht darum, wie man sie einsetzt. Wohl wahr, aber wir haben einen gefährlich schwachen Anführer. Diese Zeiten erfordern Stärke. Mhm. Willst du irgendwas von mir oder willst du mir nur eine Lektion über die Feinheiten der Demokratie erteilen? Perikles veranstaltet Feste für die Reichen und Mächtigen, während wir belagert werden. Ich will, dass das Volk wieder die Macht übernimmt. Du könntest mir helfen. Meine Dienste sind kostspielig. Ich verstehe die Bedürfnisse des Gewerbes ebenso wie die des Volkes. Ich werde deine Dienste großzügig entlohnen. Hm. Und wie könnte ich dir helfen? Hilf Athen, nicht mir. Die Spartaner stehen vor den Mauern der Stadt. Richte Chaos unter ihnen an. Lass sie so leiden, wie wir leiden. Mm-mm. Denk darüber nach. Wirst du meinen Auftrag annehmen und den Spartanern zeigen, dass wir noch nicht besiegt sind? Nö. Ich habe in Athen genug zu tun, aber ich denke darüber nach. Nimm dir nicht allzu viel Zeit. Warte mal. Was sollte ich noch gleich für dich tun? Zeig Sparta, wer hier das Sagen hat, und hebe unsere Moral. Töte einen ihrer Befehlshaber, zerstöre ihre Vorräte und bring mir einen Beweis dafür. Bist du dem gewachsen? Immer. Ich habe kein Problem damit, Spartaner zu töten. Gut. Töte Nabis, ihren Befehlshaber, zerstöre ihre Vorräte und bringe mir einen Beweis für deine Taten. Mhm. Zeig ihnen, dass wir noch Zähne haben. Das werde ich tun. Glaub mir. Das ist eine große Chance für dich. Oh, yeah. Für das Volk! So. Sind da. Eine giftige Begegnung. Was haben wir da? Flucht aus Athen. Für das Volk. Für das Volk. Für das Volk. Okay. Für das Volk. Oh. Und das ist der Ding, ne? Den müssen wir noch umbringen. Hilft nix. Da ist die Spartaner reingekommen noch. Bei der Tür noch. So. Mm. Hui! Da 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 da. Warum müssen es Schlangen sein? Wo? Hilf mir! Wenn du gehst, werden die Schlangen mich töten! Hol mich hier raus! Wo bist du, Alter? Hä? So, das ist da drinnen, ne? In der Puppe. So. Ja, wie komme ich da jetzt rein? Lege Braunschweig. Weg da. Hausierer. Komm nicht rein. Hm. Ja, super, ne? Komm ich da nicht rein? Wie sollen die denn helfen, den Typen? Wenn die mal reinkommen in die Bude. Ah, hier. Nein, auch nicht. Ja, toll. Auf das Schniedel da. Ja, wie kommen wir jetzt da rein, Cassandra? Na? Hui! Aua!
Du bist eine Dirne, ich weiß. So. Na, geh rüber da, Cassandra. Geh auf den Balkon. Hm. Wie komme ich da rein? Sollen wir meditieren oder so in der Nacht? Schauen wir mal. Baby, ist die Cassandra. So. Ja, wie komme ich da rein, Alter? Ding dong, ich bin Cassandra. Mach halt auf, ihr Kinder, ist ja kalter Winter. So. So. Das geht ja nicht. Wie komme ich da rein? Hm. So, da kann man auch nicht rein. Hä? Der Zugang ist versperrt. Ja, wie soll das funktionieren jetzt? Hä? Ist der Bug oder so? Okay. Hm. Da geht's auch nicht rein, oder? Ja. Nö. Also das Fenster haben sie auch super gebaut, ne? Muss man schon sagen, ne? Naja. So. Mhm. Ja, gefunden haben wir, ne? Aber retten können wir den nicht anscheinend, ne? Dann müssen wir zuerst die anderen Sachen machen. Naja. Oder? Ne. Komisch. Ja. Wenn keine Tür offen ist oder rein können, ne? Wie soll das funktionieren? Wie? Na. Da, da, da. Cassandra. Da, 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 da. Na. Da sind ziemlich viele Quests hier wieder, ne? Am Start, was ich mitgekriegt habe. Ui. Na. So. In die Werkstatt bitte. Wie kommen wir da wieder rein? Ach ne. Vielleicht unten einfach für die Türen entlang, ne? So. Die ist ja auch versperrt. Ah, hier. Emma. Halt! Ich kann dich nicht durchlassen. Ich bin He-Man. Man sieht selten eine Wache vor der Werkstatt eines Künstlers stehen. Ich tue nur, was man mir gesagt hat. Und bis man mir was anderes sagt, kommt keiner rein oder raus. Geh beiseite, es ist wichtig. Genau wie meine Aufgabe hier. Vielleicht kannst du Phidias nach der Verhandlung sehen, falls man ihn am Leben lässt. Hm. Was machen wir? Weiß es ja nicht, oder Knacker, ich weiß nicht. Hm.
Dann probieren wir handeln. Cassandra ist mehr auf Frauen, ne? Phidias und ich sind langjährige Freunde. Ich verlasse Athen und weiß nicht, ob ich ihn je wiedersehen werde. Wirst du nicht. Wenn du Athen in einem Stück verlassen willst, dann geh. Schnell! Jeder hat seinen Preis. Wie viele Drachmen hältst du für angemessen? Kommt darauf an, wie viel du hast. Hier, nimm das. Das sollte reichen. Wenn du jemandem davon erzählst, dann ist das dein Ende. Oh, ja. Lustig. Dasselbe wollte ich dir auch raten. Naja, schauen wir mal. So. Und jetzt ist der Stritze wahrscheinlich schon kaputt, ne? Man sonst 500 zahlt. So, da ist nix. Ja, wo ist er? Hallo? Wo war der steinige Klopfer? So. Ja, wo ist er? Hallo? Meine Drachen wieder. Wo ist der Typ? Ich höre zwar was, aber sehe nichts, ne? Was ist denn da jetzt kaputt, bitte? Hier mal deinen Kasperl nochmal. Ja, wo ist er denn? Hä? Will der mich verarschen oder was? Jetzt auf einmal ist er da vorne? Okay. Entschuldige bitte. Wie kamst du an der Wache vorbei? Keiner kommt an hier vorbei. Herikles schickt mich. Lobet Athena. Ich wusste, er schickt Hilfe. Ich hatte Angst, die hätten dich auf mich angesetzt. Wer? Die? Die Schatten in der Nacht, die einem den Schlaf rauben. Sie jagen mich. Uns. Niemand ist mehr sicher in Athen. Der Kult des Kosmos. Du kennst sie also. Natürlich kenne ich den Kult. Sieh dir das an. Das sind Anweisungen. Für meine Ermordung. Doch sie wurden zerrissen. Dann will Perikles dich nicht nur aus Athen schaffen, um dich vor dem Urteil zu retten, sondern vor einem Mordanschlag. Ich weiß nicht, wem ich trauen kann. Ich bin nur ein Künstler, will nur schaffen. Was soll ich denn tun? Als allererstes musst du dich zusammenreißen. Über dich wird gerichtet, die Leute sind gegen dich und der Kult will dich töten. Ja, mal lecker. Ich sagte, reiß dich zusammen. Ja, natürlich. Kleon sagt, du verschwendest das Geld des Volks. Wenn es nach ihm geht, schlägt man dir den Kopf ab. Kleon sprach von mir? Das wird Perikles schmerzen. Er ist Gottlosigkeit, nun Raub. Nach allem, was wir für die Stadt taten. Du stehst Perikles sehr nahe. Für Perikles und mich geht es um unsere Liebe zu Athen. Unsere Unterschiede treiben uns zu Großem. Das ist wahre Freundschaft. Also gut, wir müssen los. Hast du eine Idee, wo ich dich hinbringen könnte? Ins Freudenhaus. Südlich von Athen liegt die kleine Insel Seriphos. Mein Freund Teras lebt dort. Als sich das Komplott gegen mich aufdeckte, informierte ich ihn. Wenn uns einer helfen kann, dann er. Gut, wenn er Hinweise auf die Identität der Kultisten hat, brauche ich sie. Ja, natürlich. Die Wache. Ich lenke sie ab, du schleichst dich raus. Wir treffen uns heute Nacht und segeln nach Seriphos. Verbirg dein Gesicht, bis wir uns am Hafen treffen. Verstanden. Du hast nicht wirklich gedacht, ich ließe dich hier einfach so ein- und ausgehen, oder? Also, wo bist du?
Der schaut ein bisschen gefährlicher aus, ne? Icarus? Schläger. Was machen wir mit denen? Machen wir das so. Zack. Ah, meine 500 Drachmen, danke. Na, 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 na. Die Pinks, die sexy Cassandra. Kriegen wir den noch? Kann Schließ was? Dich uns an. Ich bring dir was bei. Dann werden wir gleich wieder entlassen, den Typen, ne? Theos. So, was haben wir als nächstes? Als nächstes gehen wir dahin. So. Los, Cassandra. Du schaffst es. So. Kra, kra, kra. Dum, 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 dum. Ich hoffe, das wird dann nicht so tricky wie bei der ersten Mission da vorne, wo wir nicht rein können. Ja, was ist denn mit euch geraben? Okay. Was geht denn da ab? Entschuldigung. Ich war schon bei vielen Schattengerichten, aber dieses ist das Beste. Was müssen wir machen? Ja. Wo ist der Kontaktmann? Ah, vorne. Da ist der Stritzi. Dich hat sicher Perikles geschickt. Ne. Richtig. Hermes. Er sprach von einem Scherbengericht, doch er sagte mir nicht, was er von mir erwartet. Natürlich nicht. Dafür bin ich da. Wenn jemand verbannt wird, kann er je zurück? Er würde definitiv bestraft werden. Inwiefern? Was muss man tun, um vor dem Scherbengericht zu landen? Es reicht, wenn man als Gefahr für die Stadt oder das Volk gesehen wird. Dann kommt eine Abstimmung. Mancher wurde nur verbannt, weil er unbeliebter war als die Person, gegen die er antrat. Was soll ich dabei tun? Die Abstimmung ist vorüber. Wir haben nicht viel Zeit bis zur Auszählung. Nimm die Ostraka in diesem Beutel und vertausche sie mit den nicht ausgezählten Stimmen. Ich soll das Urteil manipulieren. Perikles will es. Und er hat sicher seine Gründe. Bring mir den Beutel aus dem Raum. Ich mache den Rest. Ich verschaffe mir ungesehen Zugang. Bleib hier. Gesehen und gesehen werden, Cassandra. Das ist das Motto von uns, ne? Ja, wo ist das? Da? Ja, du, keine Ahnung, ne? Hüter aus der gesamten griechischen Welt. Kaum zu glauben, dass die Stadt von einem spartanischen Heer belagert wird. Nicht mehr lange belagert, sondern erobert. So. Was machst du, Cassandra? Einfach so am Boden schlagen. Hoppala! Hier muss ich vorsichtig. Ja. Wollte gerade sagen, wo ist denn der Herr Icarus? Okay. Eieiei. Okay. Hm.
Na, was haben wir da? Ach ne. Ja. Haben wir es jetzt? Ne? Mhm. Da hinten. Okay. Nee. Wir packen den. Ja. Und verschleppen den. Ja. So. Auf ihm. Cassandra, das Maranda, ich bin's, die Cassandra. Noch nö. Und? Hm, ich hab doch was gehört. Und da kommt noch Maranda. Ich bin's, die Cassandra. Das war nicht der Plan. Grüß Hades von mir! Was Bier! Was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Nur weil der eine da. So, komm da mit deinem Schild. Ja, die meisten, aber ich bin nicht die meisten. So. Was denn einstecken? Ich brauche einen Drachen immer. So, haben wir es jetzt. Ah, was ist denn da alles? Da. Töre. Das Eisenherz verfolgt uns jetzt. Na toll. Nach oben. So. Hey, ich bring's die Cassandra. Lass mal ran da. Schätzchen. So, ein bisschen Fackel. Das sollte reichen. Ich gebe Perikles Kontaktmann Bescheid. Okay. Hoppala. Na, fast zerrissen, ne? So. Wir müssen jetzt dann zum Kontaktmann. Ein nerviger Kopfgeldjäger, der kann uns gestohlen bleiben inzwischen, oder? Also, was ist denn das für einer? Art Langgriff geht nicht anscheinend. Der alleine? Aber, schau. Hui! Ich kann groß ärgern, ein bisschen. So. Ikarus macht ja gar nichts, denn was ist mit dir, Ikarus? Das hier ist ein Sperrgebiet! Ja, ja. Das ist mir von deinem Kopf! Das kann ich auch, ne? Für Cassandra! So. Du Schwächling! Hoppala. Polizia. Ja.
Okay, jetzt haben wir's. Vielleicht kann man ja rekrutieren, ne? Du, von deinem Kopfgeld kann ich ein ganzes Jahr leben! Echt? Sehr nice. Du kannst nirgendwo hin. Doch, doch, ich kann da hin, schau. Ich kann daher. Hier rüber. Da. So leichter kommst du mir nicht. Da hinten! Du wirst mich nicht finden. Du kämpfst wie ein blinder Bauer. Und du wie ein Tölpel. So. Huhn. So, den haben wir jetzt gleich. Den kassieren wir. So. Ach nö. Miss Olympia. Sandra, reißt dich zusammen. Ein bisschen kleiner. So. So. Auf der Lauer, auf der Lauer. Oh, kann der nicht angreifen mit so. Das ist ja richtig idiotisch, ne? Schnauze! So. Ich kenne Welpen, die besser kämpfen. Welpen? Kann nicht weit weg sein. Ich finde sie. Ach nö. Arschgeige. Was ist mit denen? Habe ich so ein Beilzinter drauf? Oder? So schnell bist du nicht. Doch, doch, schau. Wie ein Wiesel. Kann die so schnell weg sein? Ja, siehst. Ich hab's gesagt, ich bin schnell. Stressig der Typ, ne? Geh da runter. Ist besser für dich. Hm. Was macht denn der Typ? Steine klopfen? Der klopft einfach in den Busch durch, ne? So. Na? Hat das jetzt? Kommt er wieder wahrscheinlich hier hin? Kann es nicht sein, oder? Komm schon, beruhig dich. Ah, jetzt. Jetzt. Zack, bumm, Alter. Heute kannst du deine Freiheit erhalten. Komm und segle ab jetzt mit uns. Na, bitte Zeit, ne? Was ist denn hier? Wobo? Was hast du da so einstecken? Ich biete dir ein besseres Leben als das. Komm mit mir. So. Also machen wir mal weiter, ne? Diese Kopfgeldjäger, ne? Die uns ablenken. Zu versuchen. Hier werden sie besonders wachsam sein.
Das sind viele Raben sind hier, ne? Vielleicht ist hier Rabensburg entstanden, weiß ja nicht. Grüezi! Erledigt. Das ging schnell. Immer was doch. Wirst du mit ihnen machen? Im Brunnen versenken. Ah, der Offizielle ist eingetroffen. Ich entschuldige mich für die Verspätung. Es gab Hinweise auf einen Betrugsversuch bei der Abstimmung. Neuwahlen. Keine Sorge. Die Ostraka sind vollzählig. Sie wurden ausgezählt und Anaxagoras muss in die Verbannung. Jetzt geht aber schneller, huh? Geh nicht leichtfertig Freundschaften ein. Doch tust du es. Sei loyal und beständig. Es wird alles viel schwerer für mich, nun, da Anaxagoras Athen verlassen muss. Wir standen uns nah, wenn auch nicht so nah wie er und Perikles. Komisch, dass Perikles nicht hier war, um ihn zu verteidigen. Würde Perikles jemanden verteidigen? Einen Freund? Sicher. Doch Anaxagoras schien zufrieden mit dem Urteil. Dieser Tag wirft mehr Fragen auf, als er Antworten gibt. Du sagtest, ihr steht euch nah. Er war wie ein Mentor für mich. Viele meiner besten Ideen sind das Ergebnis unserer intensiven Unterhaltungen. Wer bist du? Hör dich um. Man wird dir sagen, ich bin Sokrates. Aber Namen sind Schall und Rauch. Unsere Taten bestimmen, wer wir sind. Und jede Tat hat ihren Reiz und ihren Preis. In diesem Sinne, sag mir, mit wem habe ich die Ehre? Mit She-Ra. Bei der Macht von Grayskull. Mein Name ist Cassandra. Und doch kenne ich dich nicht wirklich. Vielleicht kann ich auf anderem Wege erfahren, wer du bist. Du willst mich kennenlernen? Wissen ist das einzig Gute in der Welt. Stimmst du mir zu? Immer doch. Natürlich. Die Suche nach Wissen treibt mich an. Dann sind wir beide vom selben Schlag. Das Wissen, wann man angreift, welche Waffe man einsetzt und wann man lieber den Verstand gebraucht als Gewalt. Anscheinend setzen wir unseren Wissensdurst recht unterschiedlich in die Tat um. Ich nutze ihn nach Bedarf. Du gehörst zu jenen, die tun, was immer sie für notwendig halten. Vielleicht für Drachmen oder für ein ganz persönliches Ziel. Das trifft auf viele Menschen zu. Ich bin nur neugierig, wieso du es getan hast. Wie könnte ich es nicht sein, wenn du der Grund bist, weswegen mein Freund seine Heimat verlassen muss? Na, was bist denn du für ein Stritzi? Ich habe nichts getan. Ich bin die Cassandra, ich bin so fromm wie ein Lamm. So. Ich tat, was man mir gesagt hat. Und deine Belange sind wichtiger als die des Verbannten? Doch du hast natürlich nicht Unrecht. Wer trägt mehr Verantwortung? Anaxagoras, der sich darin verstricken ließ? Oder die, die sein Schicksal besiegelte? Ich bin die ausführende Kraft, also. Gut, ich bin verantwortlich. Ich kann mich nur um eine Person kümmern. Mich selbst. Ich hoffe, du denkst trotzdem über diesen Tag nach. Über Anaxagoras und deine Wahl. Sokrates, da bist du ja. Hier bin ich. Du kommst spät. Alle warten schon auf dich. Ich wollte Anaxagoras Urteil hören. Und das habe ich. Sag ihnen, ich bin auf dem Weg. Nun, unsere Unterhaltung scheint hier zu enden. Doch ich hoffe, dass es nicht unsere letzte war. Nee, kein Gericht mitkommen, ne? Wir werden sehen. Ja, da haben wir unseren schönen Freund Sokrates gefunden. Was ist denn da? Ich misch euch alle auf, da Stufe 23, jetzt bin ich da unsterblich da. Ah. Ja, ja.
So, ganz ruhig. Das ist ja zum Aushalten, da der ganze Lärm. So. Ich meine, wir haben jetzt ein Flug geschafft, ne? So, machen wir noch ein schönes Bild da. So, wenn es gerade sehr anbietet. Foto machen, zack. Und Dankeschön. Mit dem Foto, ne? Da verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.